Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit Tipps und Tricks rund um Assassin's Creed Origins. Und ich will euch heute mal einen Trick verraten, wie ihr relativ schnell Zur Ruhe kommen. Ich check Level diese farmen Sabrina könnt. Nazca. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Beziehungsweise nicht nur Level, Auf. sondern eben auch Perks. Also wenn ihr jetzt mal herschaut, ich habe hier jetzt einen Fähigkeitspunkt, weil ich ja natürlich den höchsten Level im Augenblick habe. Wie bekomme ich jetzt also schnell weiter hoch? Weil ab Level 45 ist es ja fast unmöglich, hier schnell Fähigkeitspunkte zu bekommen, um sagen wir mal hier zum Beispiel den Verwesungsschaden zu erhöhen. Machen wir das jetzt mal auf Null. Denn wir müssen jetzt nur Folgendes machen. Wir müssen bestimmte Punkte abgrasen, nämlich diese antiken Tafeln. Das ist natürlich trotzdem ein bisschen Arbeit. Weil das ja immer doch mit Rätseln verbunden ist. Aber auch eben mit Schätzen. Das ist vielleicht lustig, wenn der in die falsche Richtung losläuft. Noch einer? Wir kriegen dann auch Kristalle. Aber wir wollen weiter in die Höhle hinein. Und es geht los. Hier haben wir einen Durchblick und hier geht's rum. Na, finde ich jetzt den Eingang wieder nicht mehr? Da haben wir auch schon die Tafel. Und das, was ich jetzt eben meine, ist das Folgende. Sobald wir hier diese Tafel nämlich lesen, und die haben wir ja natürlich schon mal gelesen, kriegen Schriftzeichen. wir was? Einen Fähigkeitspunkt. Und so können wir relativ schnell nun Fähigkeitspunkte farmen. Weil wir ja können ja alles das, was wir hier gemacht haben, wiederholen. Das heißt, wir müssen jetzt nur zum nächsten Punkt mit einem, also mit einer antiken Tafel reisen. Und schon haben wir einen weiteren Fähigkeitspunkt. Panichero.
Hey, du! Und schneller können wir eigentlich nicht mehr bei einem Level wie 45 hochleveln. Das könnten wir natürlich jetzt aufheben für unsere nächste. Und manche sind natürlich bitter, wie jetzt zum Beispiel, glaube ich, das Rätsel, wo wir jetzt hinkommen. Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Obwohl, das geht ja alles noch, ne? Das ist ja gegenüber Tomb Raider noch immer alles harmlos. So, Fackel weg und weiter geht's. Ah, geschafft. Yay, beim ersten Mal. Yippie. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Einen Moment. Ha, hier. Oh, gib auf. Hab dich. Stirb endlich! Ist ja eigentlich Teil einer Mission, aber egal. Und dann müssen wir nur noch hier an die Tafel und schwuppdiwupp haben wir einen neuen Fähigkeitspunkt. Wir sollten nicht unbedingt jetzt den Loot liegen lassen, deswegen, weil wir jetzt da schnell durchrasen und wer weiß, wofür diese Kristalle noch alles gut sind. So. Habe ich hier jetzt wirklich alles schon weg? Ah, jetzt kommen wir hier noch weiter. So. Das war also der nächste Fähigkeitspunkt. Das heißt, sie wären essbar. Meine Fußsohlen sind so wund. Ich brauche dringend neue Sandalen oder Stiefel. Das ist, als würde man den ganzen Tag über Krokodile. Was ist jetzt wieder los? Das ist seltsam. Hey! Zu mir, Brüder! Du bist Wumpf! Komm, Brüder! Hier lang! Ah. Ah.
ist nichts weiter. Und wir können sozusagen dann auch weiterziehen. Also wir haben hier die antike Tafel ja gefunden. Wo wir verschiedene andere antike Tafeln finden können, ist natürlich hier oben bei den Pyramiden. Na, das ist euch ja bekannt. Hier von Chiffren, von Menkaure, von hier unten und sonst irgendwie, keine Ahnung mehr, wie die alle heißen. Dann haben wir noch. Hier unten dieses eine. Nie, Kenny, c'est Jerry. Also hier rüber zu diesem Grabmal. Wow. Hemset her awies. Na? Gehes. Ha! Das Einzige, was hier etwas lästig ist, ist, sich die Punkte zu merken. Vor allem, wenn das Ganze noch nicht aufgedeckt ist, ist es natürlich etwas mühsamer, das Ganze abzureißen. Aber ich denke, nach kurzer Zeit findet man seine Punkte zum Hochleveln natürlich relativ schnell. Sodass man, wenn man das Ganze wieder von vorne anfängt, innerhalb kürzester Zeit hier zu den Zielen kommt. Bin ich jetzt hier falsch? Nein, bin ich nicht. Keine Ahnung mal, welches das ist. Ah, okay. Ah, nee. So. So, das war's. Keine Ahnung mehr, wo die Tafel ist. Wie ich weiß, müssen wir uns auch hier durch verschiedene... Ah, da haben wir sie. Und schwuppdiwupp haben wir unseren nächsten Fähigkeitspunkt. Nebenher noch ein paar Schätze.
Was ja für uns eigentlich nichts Besonderes mehr ist. Schön ist immer dieses, also ich war mal vor kurzem in einer Ägypten-Ausstellung und da waren genau diese Stapel von Waren hier so nachgestellt. So, somit kommen wir also relativ schnell zu unseren Punkten, bevor wir... Na, komme ich da rüber? Wie haben wir denn das geschafft, dass wir da drüben hoch sind? Ah ja, okay, das geht auch. Wenn wir schon mal da sind. Machen wir natürlich den Ort auch alle. So. Da drüben waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Und hier können wir auch durch. Ah, da ist nicht viel. Einmal Kristalle. Einmal Schatz. Ah, und schon haben wir das Ganze. Und können hier wieder verschwinden. Ja. Eine weitere Möglichkeit, hier weiterzukommen. Ah, da oben habe ich die Sache noch nicht erledigt. Ist hier drin? Nee. Mac. Wie kann man... Das war nochmal irgendwie ein Mechanismus, den wir hier auslösen können. Aber bevor ich jetzt hier gerade lang weitersuche, also das da drüben müssen wir eigentlich noch irgendwie irgendwann mal schaffen. Den Eingang habe ich jetzt vergessen, wie wir da hinkamen. Vielleicht innen drin durch. Sieht's mir da so. Da kommt ein Sandsturm. Aber bevor ich das mache, gehen wir. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das einen Fähigkeitspunkt gibt. Aber fast. Oder wisst ihr das noch, wie das war?
So. Zeit wurde es. Und wo ist das E? Da. Gibt es jetzt einen Fähigkeitspunkt oder gibt es nur 300? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag. Schauen wir mal kurz, ob das auch einbringt. Nee, nur EP. Was aber auf alle Fälle etwas bringt, wenn man es denn findet. Was mache ich denn jetzt gerade wieder? Da war's. Sind die Orte zum Ausruhen? Also Steinkreise nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, bei nur 400 Metern können wir uns hier nämlich super verfransen, weil es so viel bergauf und bergab geht. Können wir uns da ganz schön versteigen und ziemlich lang brauchen. Das ist das, was ich euch sagen wollte, das mit dem Taxi, das ist manchmal richtig blöd. Aber sonst ganz nett. Die sind natürlich auch mit dem Plus-Modus wieder aktiv. Und? Seht ihr? Auch hier kriegen wir einen Fähigkeitspunkt dazu. Also, das heißt, wir müssen die ganzen antiken Tafeln einfach nacheinander abarbeiten.
Denn seht, innerhalb von 20 Minuten habe ich es jetzt geschafft, schon mal 4 Fähigkeitspunkte zu erhalten. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.